Jeder Spieler hat Packs, die er deutlich lieber als andere Simmer in der Community mag, und so natürlich auch bei mir. Das Gegenteil davon trifft auf mich aber bei der Jahreszeitenerweiterung zu. Das Pack ist bei vielen der heimliche Community-Favorit, dem ich aber nie so wirklich viel abgewinnen konnte. Klar, die Wettereffekte sind echt klasse und tauchen viele Sims 4-Welten in ein tolles Licht. Allerdings bringen mir diese kosmetischen Änderungen leider nicht wirklich viel, als dass die im Jahr 2018 erschienene Erweiterung besonders viel Spaß machen würde. Wir können Festtage mit den Sims durchleben, saisonale Aktivitäten genießen und mit der neuen Gärtnerkarriere durchstarten. Diese Inhalte sind für mich aber irgendwie einfach nicht so spannend wie andere große Sims 4 DLCs. Letztendlich ist das aber auch vollkommen egal, denn